Wunderbares Wetter. Das muss es sein. Oh yeah. Unbemerkt. Cool. Mhm. Was? Was? Snoop! Ja, Gott, dann wird das schief gehen. Und ich lande auf einmal. Ja, bitte, ist was? Ganz sicher. Wow! Savvy, bist du da? Ja, ist alles klar bei dir? Ich habe es heil an die Oberfläche geschafft. Gut, hör zu. Die Antenne braucht Saft vom Umspannwerk. Und dafür brauchst du die Schlüsselkarte. Verstanden. Wo finde ich sie? Ruhe. Such in den Containern danach. Sie sollte in einem von ihnen sein. Danach suchen? Die Karte ist also vielleicht noch nicht mal da? Nein, sie ist schon dort. Ich weiß das, weil der Letzte, der etwas Ähnliches vorhatte, es bis zu den Containern schaffte, bevor der Kontakt abbrach. Super. Wie jetzt jeder hier eine Truhe aufmacht, oder? Ja. Ja. Meine ist offen. Meine auch. Eine Zebra-Machete wieder. Ich hab grad meine angefangen. Ich habe eine brutale Feuerwehraxt. Boah, warte mal. Ist die besser als meine andere Leucht? Wilde Machete? Nee, die ist besser. Voll die Leuchtmacheten, Alter. Leucht! Ja, Snoop, wir sind schon beide offen. Nee, ich hab eine schwere, also als Maul, Alter. Hey, schon wieder eine Regenbogenaxt. Ich nehme keine mehr, ich will keine mehr. Wie viel hatten deine? Welche? Ja, deine Regenbogen. Kann ich dir nicht mehr sagen, weil meine aufgemotzt ist. Schau mal, willst du die Leuchtaxt? Die Leuchtmachete. Leuchtmachete, sorry. Nee, danke. 904, was hat meine? Das ist die wilde Machete, gell? Mhm. Meine hat 902, ja gut, dann schmeiß ich halt meine weg. Und nimm die. Gut. Was will ich eigentlich mit dem außerordentlichen Vorschlaghammer? Vorschlagen? Drachenbeil. Alter. Perfektes Wetter zum Klettern, Leute. Hier, Zocki, Zocki. Was? Komm her. Hör dir mal dieses Ding an. Nee, Alter, hau ab. Ich mag brutale keine Brutale Feuerwehraxt. Ja, brutale Feuerwehraxt mit 970. Hier war ich schon. Oh, wie sollen wir denn da hochkommen, bitte? Und warum hat's der eine nur bis zu den Dingen geschafft? Komm. Bis zu den Containern, das... Gute Frage. Gibt mir schon zu denken. Egal, ist doch egal. Steht da vorne was? Ja. Ja, da steht was, gleich nicht mehr. Zombie. Oh, da stand was. Noch mehr Zombies. Dropkick! Bam! Ja, was war das denn? Warum ist denn der in die Luft geflogen? Oh, Fetti, 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 Fetti! Vorsicht! Hinter dir! Tot. Ich glaube, Kraftstufe habe ich jetzt voll. Das war der letzte Punkt gerade. Boah, Alter, wie es blitzt! Moment, wartet mal kurz. Wo ist der Fetti? Mach ich gleich mal rein. Ey, Jungs, wo ist der Fetti hin? Tot! Tot! Ja, aber ich will den looten. Ja. Keine Ahnung. Hier, bei mir. Ja, da ist er drin. Für mich ist er keinen Kopf mehr. Haben wir ihm den Kopf abgeschlagen? Keine Ahnung. Also, ich kann mir nie erinnern, was du von dem abschlagen kannst. Such die Zugangskarte. Los! Leute, macht halblang. Haltet auch schon nach Explodierern, gell? Ja. Drecksack, Alter. Kotzer. Bleib bloß liegen. Scheiß Kotzer. Was passiert? Tür verschlossen. Runtergefallen und voll in einen Explodierer. Also sozusagen holst bin du ich ihn? In die Explosion reingegangen. Ich such die Karte. Dabei. Irgendwo hier muss sie sein. Verdammt nochmal, ich sehe nichts. Könnte sie sein? Dank dir. Karte. Die Zugangskarte muss doch hier in dem Container sein. Auf den Computern. Okay. Gibt's noch weitere Container? Denke ja, oder? Aber hast du doch wirklich alles durchgeschaut? Warte mal hier,
Was ist das? Ja, Erste-Hilfe-Kasten. Hier ist so Stromkabel. Hat mit S angefangen, wie Schlüsselkabel. Nee, in diesem Container ist nichts. Vielleicht hat einer der Zombies die Schlüsselkarte. Aber negativ. Auf Explosierer, gell? Also dann weiter. Hier unten geht's noch rein, wartet. Explodierer. Ich hab keine Messer mehr. Ich hab keine Messer mehr. Snoop! Wo ist er? Wo ist er? Ja, da kommt er doch! Mann! Ist okay, weg. So, man muss hier irgendwie ins Untergeschoss kommen. Ah, hier. Was? Warte schon im Untergeschoss. Nee. Von dem Container hat's ein Untergeschoss. So, mach mal die Tür. Fehlanzeige. Nein, da ist nichts. Bist du da reingekommen? Hallo, Snoop. Da, von außen rum. Nichts. Fehlanzeige, ja. Dann weiter. Da drüben sind auch noch welche, aber da müssen wir irgendwie über den See, über den Fluss. Meinst du die halbfertige Brücke? Fuck! Das war knapp. Nein! Snoop! Oh, nein! Fuck. Nein! Shit, ich bin zwar auf der anderen Seite. Ja, kein Thema, ich komm hoch. Ich komm hoch, mach keine Sorge. Wie gesagt, ich bin zwar auf der anderen Seite, aber bin unten. Keine Sorge, ich komme hoch. Nein! Oh. Nein, du blöder Sack! Bleib oben! Hallo, Freunde! Bon Appetit! Hallo! Dreck! Ich höre das Pack schon wieder. Oh nein, das sind zwei Fette! Zwei Steinklopper! Nicht mit mir! Ich bin im ersten Container und such mal! Du lässt uns gerade mit den Müll? Ich hab den großen. Ich kümmere mich um die Kotzer, okay? Ich mach die Kotzer! Ja! Alles klar! Hier ist nichts! Aua! Da ist nichts! Kommt ihr klar? Ja! In dem Container ist nichts! Wie sieht's in deinem aus, Snoop? Was sagst du? Wie sieht's in deinem Container aus? Ich geh grad rein! Okay, die haben wir. Hier hinten ist noch einer. Und? Ja, was ist das? Aber jawohl! Endlich! Ich hab sie, Savvy. Die Schlüsselkarte. Super. Auf zum Umspannwerk. Es ist ganz in der Nähe der Antenne, innerhalb der Umzäunung. Benutze die Karte, um hineinzukommen. Okay. Wir müssen da hoch. Ach du Scheiße. Die Kräne müssen wir benutzen. Alter, okay. Was? Nee. Wir müssen die Kräne benutzen. Da hoch, oder? Nein, zum Umspannwerk. Komm. Hat er nicht gesagt, benutzt die Kräne? Kommt her, Leute, folgt ihm jetzt. Die Pläne, oder? Ach, keine Ahnung. In diesem scheiß Regen sieht man sowieso fast nichts. Leute, wohin? Kommt. Ja, wir haben nur noch kurz den Bus ein bisschen inspiziert. Wer hat eigentlich seine Suppe nicht aufgegessen, ey? So ein Scheißwetter hier. Doggy. Ja. Warum immer ich? Irgendjemand muss ja Schuld haben. Was hast du gerade gemacht? Hast gekackt, oder was? Nein. Du hast dich gerade so hingesetzt, wie wenn du kacken müsstest. Ja, ich wollte mir gerade das Boden auf, wie das aussieht. Also ich nehme mal die Treppen, ne? Ist gesünder irgendwie. Und sportlicher. Okay. Und bringt mehr. Und ist, glaube ich, sogar schneller. Ich bin schon gleich oben. Ja, es könnte aber sein, dass wir noch was finden. Ciao. Wir wollen ein bisschen schnetzeln auf dem Weg. Da ist doch fast keiner mehr. Oh, kommst du nicht rein, verpiss dich. Wo bist du hin, Marci? Hier. Hier ist abgeschlossen. Das Umspannwerk ist abgeschlossen. Wir kommen nicht rein. Weiter. Jetzt gucken, ob hier irgendwo kein... Hier sind so Vorsprünge, Zocki. Wo? Hier. Doch, da hinten.
Ach, so, ja, warte mal. Marci, Marci, deck mich mal kurz bitte. Ja. Muss mich verabschieden von der Regenbogenaxt. Was? Wieso? Die ist so schön. Die ist tot. Die Axt ist tot? Ich hab sie tot gekloppt, hä? Spalte, dein Hirn hat gerade echt Gestalt angenommen. Junge, Junge. Alter! Ich und denk so, was ne kranke Scheiße. Okay, alles klar. Alter, seht ihr das auch, dass sein Kopf so gespalten ist? Ich glaube nicht. Da ist wieder ein Fatty Fat Fat. Doch, das sehe ich auch. Das ist aber, glaube ich, so eine Type, gell? Nein, Alter, ich hab den... Oh! Kommt der denn her? Ich hab den... Ich bin den von oben, so wie wenn du ihn erstichst mit dem Schwert, habe ich jetzt gerade von oben seinen Kopf so gespalten. Ach so. Mit der Sichel. Alles klar. Ich liebe meine Leuchtsichel. Es ist wie ein Leuchtschwert. Star Wars! Stirb! Yeah! Was greift ihr denn an, wenn er beim Schwingen ist, seine Waffe? Ist doch tot. Weiß auch. Achtung, Exploder! Warte mal. Ah. Ah ja, genau. Warum sowas? Ah, scheiße, hier ist irgendwo ein Kotzer. Ich kümmere mich um ihn. Ja, da hinten. Auf dem Dach. Exploder! Gut, der hat noch einen Exploder. Hab ihn. Das sind zwei Kotzer. Komm her, Fettsack. Hab was. Was? Ach, warte, ich spiele weg. Oh. Okay, ja, hab ihn. Jo, oh, Drecksack, stirb, du fetter Bastard. Okay. Sauber, das weiter. Schwer. Schwert. Ah, ich brenne. Ah, voll im Feuer. Scheiße. Leute. Ja. Ist die Karte benutzt? Gut. Savvy, ich bin drin. Okay, gut. Schalte den Transformator ein. Transformator einschalten, ja klar. Mach schon. Auf! Oh, Scheiße. Bleh. Hat sich aufgehängt aus dem Weg. Da. Na komm! Was, Mann? Okay, Alter, in Rocky schlägt auch. Rocky schlägt auch gegen Schweinshälften, Alter. Aber das ist ein menschlicher Körper und keine Schweinshälfte. Egal, Alter. Ist ungefähr gleich und hängt auch in der Kette, okay? Komm jetzt. Ja, ich bin gerade an dem sein Penis vorbeigeschrammt. Ah, mach sie halt zum Maul, Alter. Wir müssen da hoch. So. Jetzt beginnt wieder die Kletterparty. Ja, Aufzug super. Fahren. Hä? Wie kommen wir denn da hoch? Das Aufzug das schon... tut nicht. Jetzt gibt den Aufzug. So wie es aussieht, müssen wir... Hier, benutzen. Zocki, komm her. Was? Schalter, bin, die hier heilen. Ja, mach mal. Ach so. Ah, so Aufzug. Wenn er keinen Strom hat, kann er auch nicht kommen. ...des Mastes und den Verstärker anbringen. Das sollte uns die nötige Signalstärke liefern. Klar, hoch zur Spitze. Kein Problem. Kommt jetzt der Aufzug? Ja, der kommt. Der ist nur ziemlich langsam. Und ich glaube, jetzt kommt der ganze Zombie-Bälle wahrscheinlich. Und wir müssen warten, bis er da ist. Ach, da kommt der Aufzug. Oh, Scheiße, das Kabel ist gerissen. Oh, was war das? Ja, Alter, ich bin ins Feuer reingeflogen. Was soll das der Scheiß? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Was ist denn da? Oh, fuck! Oh, fuck! Kann ich gar nicht mehr... Schlagt euch durch! Ja genau, ich flieg ins Feuer, Alter. Geh hoch aufs Dach. Ah! Genau, ey, ich wurde so zurückgeschleudert, dass ich genau ins Feuer landete. Soll behindert, ey. Ja, ist doch gut jetzt. Und jetzt? Scheiße, war's Fahrstuhl fahren. Ja, klettern. Klettern ist angesagt. Nee. Kommt schon. Super. Hallo? Diese Seite. Wie hier Seile sind, wie in Ding. Irgendwie eine Hommage auf Far Cry, oder was? Klar. Einmal hat er auch irgendwie was gesagt, gell?
Ja, super, hier ist kaputt. Und jetzt? Seil. Oh nee. Ich sterbe wahrscheinlich gleich. Ja, aber. Okay, und weiter? Wie kommen wir weiter nach oben? Masti. Mir nach, Zocki. Wo? Wonach? Hä? Wo bist du denn jetzt hin? Zocki, wohin? Ja, wo bist du denn? Lauf zurück. Dreh auf den Schräg. Ach, darüber? Und dann auf die Antenne. Ja. Ein bisschen hässlich werden, ja. Nur zur Info. Hab's. Oh, ich stehe da oben drauf. Oh. Zocki? Scheiße, ich bin runtergefallen. Zocki. Ich bin runtergefallen. Zocki! Komm jetzt runter! Ich kann mir nicht. Mit dem Enterhaken! Drück einfach E, Zocki. Ja, ist gut. Bist du ganz unten gewesen? Nein. Ich bin. Das schaffen wir eh nicht. Das hätte ich nicht geschafft, nee. Ja, gut. Das Gleichgewicht verloren, Alter. Seit wann geht denn sowas? Ist voll rumgeschonkelt. Okay. Jetzt aber. Jetzt hier drauf. Sehr gut. Und dann hier hoch. Und dann hoch. Du musst die Frequenz deines Funkgeräts anpassen, wenn du den Verstärker anbringst. Alles klar. Da hoch. Das ist ganz schön weit. Ganz schön hoch, besser gesagt. Alter. Gibt's die Tür mehr auch im Klo? Der steht auf! Drecksack, bleib liegen. Halt's Maul. Oh. Die Leiter hoch, los Jungs. Warte, hier gibt's noch viele Taschen und Zeug zum Nehmen. Ich wollte den Tombi. Ich wollte den Tombi überraschen. Ih, hier liegt ein Kopf. Ja. Bäh. Bäh. Ach, ich kann den nicht mal wegkicken. Hopp. Hopp. Yeah. Schon wieder sowas. Alter. Hup. Ja, Alter, wie hoch ist denn das Teil? Sind wir denn jetzt endlich da? Oh. Kommt schon, Leute. Ja. Genau, Zocki, da lang. Und jetzt hier hoch. Ja, ich seh's. Nichts übersehen. Natürlich hört es erst zu regnen auf, wenn ich oben angekommen bin. Das okay, Zocki, hier. Sein. Komm her, Zocki. Ja. Hier in den Kasten. Hochklettern, oder? Nein, hier in den Kasten. Was, die? Ja. An jeden, der mich hören kann. Mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantänezone in Harran. Oberst Tainer und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Sie planen, Brandbomben auf Harran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Tainer und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantänezone liegt noch jemand. Hey, hören Sie mich? Verstehen Sie? Hier ist... Heilige Scheiße! Das war mal echt knapp. Das war in letzter Sekunde. Crane, sind Sie das? Hören Sie mich? Was zum Teufel wollen Sie? Wir geben Ihnen eine Chance, aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich habe nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Kyle. Was wir von Ihnen wollen, ist... dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott. Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Anders kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut.
Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Savvy, bist du da? Der Verstärker ist installiert. Großartig. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe des erwähnten Tunnels. Er führt zurück in die Slums. Wir müssen wieder in die Slums. Mr. Crane? Spreche ich mit Mr. Crane? Hier, Crane. Wer ist da? Hier ist Volkan Dahl. Ich bin bei den Brüdern. Würden Sie uns bei der Fahrzeugfabrik treffen? Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Ich komme gleich hin. Hä? Naja, ich glaube, das ist die letzte Nebenquest. Alles klar, dann machen wir die noch. Wo ist die? Da drüben, da müssen wir das Seil runter, oder? Oder ist das... Wo ist die? Sollen wir da dieses Seil runternehmen oder dieses Seil? Welches Seil sollen wir runternehmen? Also eigentlich das hier, aber vielleicht finden wir da drüben noch was.